Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Gott, der Herr, sprach zu mir: Was siehst du, Jeremia? Und ich sagte: Ich sehe einen erwachenden Mandelzweig. Guten Tag, mein Name ist Claudia Stark aus Grünstadt. Jetzt ist die Natur aus dem Winterschlaf zu neuem Leben erwacht. Jedes Mal bin ich begeistert, wenn ich entlang der Weinstraße die Bäume blühen sehe. Die Blüten, besonders die Mandelblüten, brechen früh auf, obwohl es manchmal sehr kalt sein kann. In der Bibel wird von einem Mann namens Jeremia berichtet, der in jungen Jahren von Gott zum Propheten berufen wurde. In hebräischer Sprache heißt Mandelbaum der Wachsame. Gott fragte Jeremia: Was siehst du? Jeremia antwortet: Ich sehe einen erwachenden Mandelzweig. Gott will dadurch sagen: Sei wachsam über mein Volk und führe es gut, dann wird es zeitig Frucht bringen. Die Mandelblüte ist ein sanftes Zeichen des Aufbruchs, eine Kraft, die zum Überleben hilft. Es sind kleine Dinge der Hoffnung für das Volk der Juden. Sie wurden zur Zeit des Jeremias in die erste babylonische Sklaverei weggeführt. Ihnen verheißt Jeremia eine Wende zum Heil, zur Rettung. Für die Juden war es ein Zeichen heraus aus der Mutlosigkeit. So wie die Natur immer wieder zum Leben erwacht, hilft Gott seinem Volk immer wieder aus Fürsorge. Auch der siebenarmige Leuchter der Juden, die Menora, ist verziert mit Mandelblüten. Jeder Arm des Leuchters hat Kelche, die aussehen wie Blüten. Es ist ein Symbol für Leben und Reinheit. Die Blüten sind Zeichen der Hoffnung. Beten wir. Danke Gott, dass du uns liebst, dass du unserem Leben wunderbare Zeichen der Hoffnung gibst. Danke, dass wir in dir geborgen sind. Bleiben Sie unter dem Segen Gottes heute und an jedem Tag. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.